erleichterte Gesichter, Frau Dusch, Frau Stricker vom Caritas Altenzentrum. Heute 275 Impfungen. Damit sind Sie das zweite Mal durchgeimpft. Wie fühlen sich heute? Alles gut geklappt? Erleichtert, sehr zufrieden, stolz, dass ihr wirklich alle so super unterstützt habt. Fantastisch, was wir hier in 3 Stunden hinbekommen haben. Wir sind unfassbar dankbar für dieses Team, das diese Arbeit hier auf die Beine gestellt hat und dass sie dazu beitragen, dass eine bessere Zeit kommt. Genau. Und neben der Unterstützung für Praxisendemedizin. Sehr gut. Gab es denn nach der ersten Impfung irgendwelche Komplikationen bei den Bewohnern oder bei Ihnen als Pflegeteam? Also ganz marginal, eigentlich nicht erwähnenswert. Wo man sagen müsste, da ging es jemandem richtig schlecht. Ne? Und auch bei den Pflegekräften alle gut da durchgekommen? Die Pflegekräfte sind gut durchgekommen. Mir ging es auch persönlich total gut danach und ich hoffe, dass das auch so bleibt. Und nun, die Seniorenresidenz und auch Sie als Caritas Altenzentrum, beide Altenzentren sind jetzt so gut wie durchgeimpft. Aber eine Sorge weniger in Hülldorf. Ist das bei Ihnen auch spürbar, dass Sie jetzt im Grunde genommen dieses große Risiko, dass hier nochmal ein Ausbruch kommt, jetzt nicht mehr so spüren? Also eine Woche müssen wir auf jeden Fall noch warten. Und man hat ja auch in den Medien jetzt verfolgen können, dass in ganz vielen Einrichtungen, wo geimpft wurde, dann auch Ausbrüche kamen. Das heißt, jetzt ist eine total sensible Zeit, weil man darf nicht sagen, ich bin geimpft, wir lassen jetzt mal die Masken weg und kommen uns wieder ganz nah und das andere ist nicht mehr wichtig. Also ich denke, man muss jetzt super aufpassen, es darf nicht zu leichtsinnig werden. Aber eine Erleichterung ist da, die Anspannung fällt ab. Ah ja, sehr gut. Herr Dr. Georg Schneider und Herr Kias, Sie zwei waren heute auch voll im Einsatz. Perfekte Organisation, könnte dies nicht auch vorbildlich sein für die weiteren Impfungen, auch in Höfloff selbst, dass man diesen Weg hier vor Ort zu impfen auch weiter so geht? Auf jeden Fall. Der Impfstoff ist 6 Stunden, nachdem er aufgezogen ist, noch benutzbar. Und insofern müsste man das eigentlich auch hinbekommen. Es ist nur eine Frage der logistischen Lieferung, dass es eben passend zu den Patienten auch dann kommt. Sehr gut. Herr Dr. Schneider? Wir müssen dringend vor Ort impfen. Wir sind im Wettlauf gegen das Coronavirus zum einen und zum anderen gegen die Mutationen, die aufgetreten sind. Es hilft jetzt nur, die Menge pro Impfung, pro Zeiteinheit zu erhöhen. Das muss in den Orten geschehen. Das darf nicht nur zentral geschehen, das muss dezentral geschehen, sonst werden wir diesen Wettlauf verlieren. Sehr gut. Ansonsten hoffen wir, dass jetzt die 80-Jährigen auch bald drankommen. Wir warten darauf, dass endlich die Impfungen dann nachgeliefert werden. Sie empfehlen jedem Möblover tatsächlich dann auch die Impfung wahrzunehmen. Ja, das ist eine Kampagne auch vom Verkehrsverein jetzt und von der Gemeinde Höveloff. Ärmel hoch, impfen lassen, gut verträglich. Frau Strick hat es gesagt, Frau Dusch hat es gesagt, die Mitarbeiter und die Bewohner haben es heute bestätigt. Lassen Sie sich impfen. Jawohl, ein herzliches Dankeschön an das gesamte Team des Caritas Altenzentrums für die tolle Arbeit, für die tolle Organisation. Alles Gute Ihnen. Mein Dorf.